Ah, diesmal wurde die Aufnahme begonnen und die Charaktere sind weg. Ah, schade, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, die haben nicht viel zu sagen. Also nichts Besonderes und ich konnte es halt nicht noch. Und ich konnte es halt nicht noch länger machen, weil ich dann auch los musste. Wollt ihr euch ernsthaft mit mir anlegen? Ich wisst ihr nicht, wer ich bin? Na komm. Ja, also mit dem sollte ich mich vielleicht erst noch arrangieren. Okay. Ich meine, ich versuche ja immer so viel zu zeigen, wie ich kann, aber manchmal geht's halt einfach nicht. Ach man. Jetzt bin ich zu doof, hier das Schiff hochzukommen. Blitz, du. Und ja, die Truhe machen wir auch noch auf. Was für eine Schande. Wir haben ganz offensichtlich dein Leben gerettet und du nennst uns eine Schande? Er redet von sich selbst. Es ist die charakteristische Anmaßung der Samurai. Na, er redet von sich selbst. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal in einer Situation landen würde, in der ich von Fremden gerettet werden muss. Übrigens, Herr Samurai, geht es dir gut? Scheint fit zu sein. Es ist offensichtlich, dass sein Stolz verletzt ist. Ich schulde dir was, Fremder. Außerdem, guter Kampf gerade eben. Ich bin Melody, schön dich kennenzulernen. Das solltest du gerade vielleicht nicht so fröhlich sagen. Ich meine, woher der Kerl kommt, ist mehr als offensichtlich. Und du bist momentan wohl so die most wanted person auf Inazuma. Vielleicht mal abgesehen von Tsangonomiya Kokomi. Aber ansonsten? Ich wüsste jetzt gerade nicht, wer noch gesucht werden würde. Schaut nicht auf andere Herbfremde. Inaba Tosuburu Kyosu. Nenn mich einfach Kyosu. Was sind das für Leute? Warum bist du unter Belagerung? Es sind Piraten. Es gibt ziemlich viele ihrer Festungen entlang dem Nisashi-Strand. Umherziehende Diebe, Minenarbeiter und Fischer, die ihre Hauptbeschäftigung verloren haben. Flüchtlinge aus dem Augenharz-Dekret oder Deserteure von beiden Seiten des Krieges stapeln sich manchmal und degenerieren zu Dieben und Banditen, bei dem Versuch der Kontrolle der großen Ogosho zu entkommen. Die große Ogosho ist ein weiterer Titel von Shogun Raiden. Die Vagabundierenden und die Kairagi sind ein gesetzloser Haufen und wir haben sie schon eine Weile verfolgt, bis die Rebellen die Omamori der Insel zerstört haben. Die Flüchtlinge aus Tatarasuna und der Mine flohen in schneller Folge und einige dieser Ratten huschten zu diesem Ort, was die Reihen dieser Piratenbanden anschwellen ließ und sie noch rücksichtsloser machte.
Die Gruppe von Piraten war gerade aus dem südlichen Lager gekommen und hatte ein Auge auf die Ladung des Schiffes geworfen. Nur schade, dass ich ihnen in die Quere kam. Und das ist nicht dein Boot? Dieses Schiff, es war ursprünglich ein Rebellenschiff der Sangonomia. Ich bin mir nicht ganz sicher, jedenfalls war das Schiff verlassen, als ich hier ankam. Übrigens, ich habe keine Ahnung, was das sein könnte, was dieses Schiff so geteilt hat. Also, ja klar, ne? Aber wenn's die Raiden Shogun gewesen wäre, dann sähe das Schiff noch ein bisschen schlimmer zerdeppert aus, ne? Also, das wäre eher so Minimum Don Creeks Fregatte-like. Als einfach nur Zorro, der auf dem falschen Schiff war. Wenn ihr euch überhaupt noch das alte One Piece kennt. Hey, hey. Also blieb ich und lebte bis jetzt wie ein Einsiedlerkrebs. Das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich so viel gesagt habe. Es ist anstrengend. Übrigens, wenn es dir nichts ausmacht, tu mir nebenbei einen Gefallen. Ich werde dir die Gefallen, die ich dir schulde, alle zurückzahlen, wenn es mir besser geht. Du musst mir helfen, das nahegelegene Piratenlager zu räumen, das ich vorhin erwähnt habe. Nur dann werden mich die wilden, hundeartigen Piraten nicht weiter belästigen. Vielleicht schreckt es auch andere Piratenlager davon ab, dieses kaputte Schiff einfach zu überfallen. Ja, also da du zur Bakufu-Armee gehörst und dies ein Schiff der Sangonomia ist, müsste ich eigentlich annehmen, dass du hier derjenige bist, der das Schiff ausrauben will. Aber, naja. Dann könnte ich auch sehen, was du drauf hast. Wie wäre das? Ein Klacks. Ah, das ist alles eine große Lüge. Übrigens, Fremde, werd jetzt nicht übermütig. Ein falscher Schritt, du könntest dir das Bein brechen. Ach. Das ist weniger ein Problem. Aber wirklich, das ist weniger ein Problem. Da kommt man auch so hoch. Ach komm. Ja, ich mach's ja schon. Oh Mann. Nein! Ah. Also, man kommt da oben auch so hoch. Aber ich sag's euch, es ist einfacher, es nicht. Es einfach mit Venti oder mit der Geo-Reisenden oder so zu machen. Ich wollte jetzt eigentlich nur den Teleporter hier aktivieren. Aber, ja gut, wenn ich schon mal hier bin. Und jetzt eh mich um so ein Blödsinn kümmern soll. Außerdem, ja, was uns hier erwartet, ist ja auch mehr als offensichtlich. Von daher, sag mal, warum stöhnst du eigentlich so? Du stöhnst ja noch mehr als Lisa.
Ja. Da drüben ist aber ganz eindeutig ein Schiff der Bakufu-Armee. Ach stimmt, so kommt man ja auch da hoch. Ach ja, hatte ich komplett vergessen. Na, egal. Na, okay. If it's useful, I'll take it. Nee, sorry. Sowieso immer sehr ungerne, wenn ich aufnehme. Aber gerade wenn ich aufnehme, eigentlich immer nur, auch wenn ich vorher mit den Leuten gesprochen habe. Weil es möchte ja auch nicht jeder aufgenommen werden, ne? If it's useful, I'll take it. Also, sowas sollte man auch respektieren. Habt ihr irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Ach komm. Wer bist du? Was ist dein Anliegen hier? Es ist kompliziert. Wenn du ein Bürgerlicher bist, solltest du jetzt gehen, weil mein Vorgesetzter kommt und dich hier findet, wirst du in großen Schwierigkeiten stecken. Okay, bye. Hey, wo kommst du her? In der Militärzone sind keine Bürgerlichen erlaubt. Verlasse das Gebiet sofort. Okay. Bin schon weg. Eintrag zu Wattenmeer inmitten der Flammen des Krieges im Handbuch hinzugefügt. Oh. Naja. Das Bild ist schon etwas älter, würde ich sagen. Naja. Ist das... Oh, nee. Wo... Ach du je. Ich glaube, da müsste ich schwimmen. Ja. Hier die neue Truppe. Und nein, Bedu. Want me to come along? Die vier Jungs, Quatsch. Venti und Kasua, um mich hoch zu katapultieren. Und Xiao wegen. Naja. Yahoo! Ill. One with nature.
Ach ja. Was das angeht. Und Xiao eben dafür. Und Beidou hat ja die Fähigkeit, 20% weniger Ausdauer beim Schwimmen zu verbrauchen. Und... ja. Ist halt sehr ähnlich. Ist halt im Grunde genau die gleiche Sache wie bei Venti und Collie. Halt, und Amber, was die halt mit dem Fliegen haben. Das hat Beidou halt. Yahoo! Mit dem Schwimmen. Und Xiao. Xiaos Dash ist halt. Nicht gerade weit, aber nützlich. So. Hey Leute! Think you can get away? Wouldn't gliding be faster? One with nature. That hurts. Stay focused. Ouch. Yeah. Ow! Not bad. Yeah. Cheap tricks. Ha! You win. Ja. Aber wenn es darum geht, einfach Leute wegzublasen. Wenn es ums Blasen geht, kann es halt keiner mit Venti aufnehmen. Die meisten Seiten dieses Tagebuchs sind herausgerissen worden. Es sieht so aus, als wollten die Piraten Onkel und die Taker setzen die Sieger, um eine Frau wegzuschicken. Ihr zufolge ist diese... Bla, ein Schiff ist letzte Nacht... Hey. Es sieht so aus, als hätte Bakufu die Seeschlacht letzte Nacht gewonnen. Er war zum Roy auf dem kaputten Boot. Auch er war knallhart. Oh, oh. Gonrokoru schwor auch nicht bis zur Armee zurückzukehren. Er ist wirklich komisch von das. Bla 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 bla. Ja. Thank Barbados. Wait a minute. Ach. Der eine Dulli, den ich da eben gesehen habe, der gehört auch noch zu denen? Ja, gut. Many mortals. Ja. The rain stopped. I don't concern myself with the weather. Ja. Aber was wolltet ihr jetzt sagen wegen dem Regen? Wenn es blitzt. Fear lightning. Incomprehensible.
Fear of something so common. Ja. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, du bist derjenige. Ups. Du bist derjenige, der sich darüber freut, wenn's schneit. Autsch. Nee, so einfach nicht. Ups. Doch. Es ist vorüber. Keine Ahnung, ob das noch ein Elektrokulus war oder was anderes. Wobei, im Grunde egal. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, oder? Ja. Ja, das ist eine Herausforderung. Nope. Da würde ich sagen, heilen wir uns erstmal. Weil sonst ergeht es. Dann bringen wir den Auftrag zu Ende und dann geht's weiter zum... Ja, ja. Ich weiß. One with nature. Brings a smile to... Here we go. So. Du bist zurück. So, damit ist das wohl geklärt. Genug, um für eine Weile in Frieden zu leben. Oh, irgendwas liegt in der Luft. Es tut mir leid, dich, ein Außenstehender, zu bitten, diese Drecksarbeit zu machen. Du scheinst nicht so ein höflicher Mensch zu sein. Ist die Wunde besser? Die Kräuter sind ausgegangen. Die Medizin, die ich vorher aufgetragen habe, ist fast verbraucht, aber die Wunde ist noch nicht verheilt. Aber kein Grund zur Sorge um mich, ich halte durch. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Los geht's, wie ein kleines Kind. Hä? Was meinst du? Ich spreche von dir, du benimmst dich wie ein Kind. Offensichtlich ist die Situation so schlimm, dass du kurz davor stehst, dich auszuhalten. Blablabla, nur ein Kind. Ja. Und vergiss nicht, Herr Kyosu. Du schuldest uns noch einen Gefallen. Ihr beide, dann besorge mir bitte etwas Narkokraut, das man überall auf dieser Insel... bla bla bla. Sammle 12 Portionen Narkokraut. Wie viele habe ich denn? Wo ist es... Ah. Das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Oh je.
What? Let's go jumping in puddles and see who can make the biggest splash. Let's play. Und ja, dieser Gott war ziemlich groß. Hat Rain Shogun trotzdem nicht davon abgehalten, den mit einem Schlag zu killen. Ja, es war nur ein Schlag. Die Frau ist ein Monster. Und ich sag's gerne noch einmal. Hätte Raiden Shogun uns wirklich aufhalten wollen, oder auch nun mal wirklich ernsthaft gekämpft, dann wären wir sowas von am Arsch gewesen. Naja. Aha, there you are. Good to see you. With Sangonomiya's fast approaching, we should get going. Are you ready? We'll start by heading to the camp on Watatsumi Island, and then we'll go meet Her Excellency together from there. If you start to feel seasick at any point during the trip, let me know straight away. That said, you've spent time with the Crux fleet in the past, so I think you'll probably be fine. Ready? And away we go! Ja. Allgegenwart unter den Menschen. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir hier weiter. Ich meine, das Gebiet hier von der Muchina-Festung sollte man eigentlich von der Momai-Festung sollte man eigentlich eher außenrum fahren. Weil das so, sagen wir mal, nicht so gut ist. Andererseits ist es so, das ist nervig. Aber ja, ich meine, die haben ja auch noch einiges gesprochen. Aber anscheinend habe ich mich da geirrt in meinen Erinnerungen. Ja, macht auch nichts. Wir sind trotzdem auf gutem Weg nach Watatsumi. Useless. Das war jetzt gerade eigentlich alles, was ich machen wollte. Und weg. Ja. Sandbank. Ah, solche Konstruktionen kennt ihr auch noch, oder? was war das gerade? Elektrische Lampen. In einer Summe gibt es diese uralten Steinlaternen. Sie leuchten auf, wenn ein Elektrokran umträgst und mit ihnen interagierst. Ja. Aber hier gibt es noch mehr. Nämlich zum Beispiel Selien. Vier Selien folgen.
Ja. Ich habe keinen Bock, mich hier durchzukämpfen. Kann man nämlich auch machen. Aber nein. Hä? Ach so. Ja, wenn wir hier sowieso schon sind mit dem... Nee. Ansonsten macht das jetzt, glaube ich, hier wirklich aber Sinn. Ach! Unagi, ne? Genau. So heißen diese, ich weiß nicht, Würmer oder? Ja, komm. Ja, komm. Der Grund, warum ich jetzt hier gehalten habe, ist der, das hier ist so quasi der Eingang nach Watatsumi. Genau, der Perlglanzpalast. Geht man halt hier über die Brücke und da erwartet einen dann Matsuda und ja, die Zukunft des Widerstandes. Na komm. Ja. Und das sind halt die Dörfer von Watatsumi Island. Oder einfach nur Watatsumi. Ich meine, Kyoko ist zwar eine Händlerin, aber die handelt nicht. General Goods, handy and cheap. Oder? Hast du was zu kaufen? Oh, doch, sie handelt. Was hat sie denn? Ah, Milch, Tomaten, Kartoffeln, Weizen, Tofu. Alles noch in erbärmlich geringem Ausmaß auch noch. Naja. Dorf der Menschen der Meerestiefe. Ja. Im Grunde aber macht das Sinn, dass Kyoko nur so wenig hat, weil Watatsumi ist eine Insel. Ihr seht ja, hier ist überall Meerwasser. Und ja, hier gibt es zwar einige Gräser und so und auch diese komischen lila Bäume, die hier wachsen.
aber hier kann man keine Landwirtschaft betreiben. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was die Watatsumi überhaupt machen, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ich meine, klar, sie können hier sehr gut fischen, aber ansonsten, naja. Ich glaube aber, ich habe mir da selber mehr Gedanken gemacht als die Entwickler. Trotzdem auch wieder so eine Sache, die ich sehr gut finde, dass man eben mehr als nur ein Dorf hat. Also, oder mehr als nur eine Stadt. Was das angeht, wird Genshin Impact immer besser. Also, in Mondstadt hat man ja im Grunde nur hier Mondstadt und Quellingen so ein bisschen, aber bei Quellingen macht man ja leider nicht so viel. Aber hier überall leben ja keine Menschen. Ne? Hier leben einige Hilikult-Stämme. Da frage ich mich auch, wieso man die da leben lässt, aber okay. Ja gut, dass hier nichts lebt, ist verständlich. Und hier, klar, wir haben Liyue Stadt oder Liyue Harbor. Aber ansonsten gibt es hier keine Dörfer oder so. Ja, es gibt hier so eine Raststätte, hier, aber da ist nichts los. Und ansonsten gibt es nur das Gasthaus Wang Shu. Aber das ist eigentlich auch nur für die Leute, die halt vom Steintor kommen, hinunter. Und okay, es gibt das Quinze-Dorf, aber irgendwie, da hat man halt zwar eigentlich keine geringe Menge an NPCs, aber die einzige, mit der man was unternimmt, ist hier Oma Quinze. Und ansonsten lässt man da mal Chinchu und rumlaufen, eventuell noch mit zusammen mit Sascha und Chongyun. Und was das angeht, kann ich euch sagen, hier das macht Sumeru richtig gut. Ich war noch nicht in Sumeru Stadt, die ist hier irgendwo, aber gerade wenn man reinkommt in der Story-Mission, dann kommt man so hier in Waldläufer Lager hinein und ich bin jetzt momentan irgendwo so, ich glaube hier oder so, da ist nochmal ein Dorf von Leuten, die halt im Wald wohnen. Hier so, hier unten ist noch der Hafen von Sumeru, auch sehr wichtig. Hier, was hier so alles ist, keine Ahnung. Ich vermute mal, da wird dann auch wieder wenig bis gar nichts sein. Aber dann so, hier dürfte auch die Wüste sein. Und klar, in der Wüste, ich habe schon gehört, da wird es ein Dorf geben. Aber ob da wirklich mehr ist, bezweifle ich dann eigentlich auch. Aber das werden wir sehen. Machen wir das Gespräch jetzt noch? Ja, ich hab's. Das machen wir noch. Here we are, the training grounds for Watatsumi Island's troops. Right now, the resistance is predominantly made up of local soldiers from Watatsumi Island. Some of them are fighting with the Shogun's army in Tatarasuna, and some of them are stationed here on the island to keep the locals safe. Did you used to train here too? Yep. Unfortunately, I had to join the fight in Tatarasuna before I'd had the chance to impress the instructors, so they had me start off by helping in the logistics division.
I'll be staying here for now. If you need me for anything, just come here. If I'm not around, just write a note and stick it on the wall. As soon as I see it, I'll come find you. Ja. Shoot! It's nearly time for the appointment with Her Excellency. I'll have to show you around Watatsumi Island some other time. For now, let's get ourselves over to Sangonomiya. Genau. Schwertfisch so, und die... Sangonomiya is the name of the place where Sangonomiya Kokomi lives? Huh. Let's go check it out. Genau. Aber ich glaube, es wäre für uns eher von Vorteil. Wir gehen jetzt erstmal zur Statue der Sieben. Da kommen wir nämlich von Aufträgen her, glaube ich, gar nicht dran vorbei. Dorf Boru. So hieß der Teil, okay. Wouldn't gliding be faster? Yahoo! Dein Wort in Gottes Ohr. Wart mal einen Moment. Ach ja, das war... Oh, nee. Nö. Nö, 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 nö. Nö. Let's play. Wo willst du hin? Oh nee, das war das. Ich hab keinen Bock, mich mit denen. Gerade nicht ein andermal. Ja, ein Gelehrter aus Sumeru. Wir haben ihn doch eben schon gesehen. Genau. Das Vieh. Das ist auch krass. Die Geschichte dahinter ist merkwürdig. Wouldn't gliding be faster? Nee, wenn offen steht dir diese Welt, wenn Edelmut dein Herz erhält. Ja. Wie viele? Na dann, würde ich sagen, holen wir uns noch die Errungenschaft. Na? Ja. Genau. Watatsumi und Sairai freischalten und einsammeln. Ja. Das hier ist die Insel Watatsumi. Und ihr könnt euch jetzt mal... ich bin auch wieder müde. Kommt davon, wenn man sowas mitten in der Nacht aufnimmt. Ach so, hier der Sangonomiya-Schrein und auch der Moon-Schrein. Hier an den beiden Orten ist praktisch gar nichts. Ja gut, hier gibt es zwei Aufträge. Aber ansonsten
ist hier einfach gar nichts. Das war das Mädel am Strand. Und hier am Sangonomia-Schrein. Hier vorne beim Teleporter ist jemand, der gibt uns einen Auftrag. Mit dem kommen wir nach Enkanomia. Aber ansonsten ist hier nur während der Hauptstory Sangonomia Kokomi. Und mehr nicht, das war's. Naja. Ich hoffe aber, die heutige Folge hat euch gefallen. Und ich verabschiede mich. Gruß, Xynas-Fan.